Hey, willkommen zurück zu einem neuen Part von Monster Hunter Generations Ultimate. Und heute geht's auf Tigrisjagd in der ersten Quest. Genau. Und eine Karte mitgenommen. Das ganz oben. Wow. Wow, wow. Oh, eine Katze. Ja, du spielst eine Katze. Ist es dir nicht aufgefallen? Ich spiele einen Prowler. Ein katziges, ähnliches Wesen, was, glaube ich, Felon genannt wird. In Englisch heißt es Prowler. Mit dein Englisch immer anzugeben. Unerhörte Frechheit. Ich gebe damit nicht an. Doch, tust du. Das ist nicht cool an Virusmonstern, ich lade meine Leiste schneller auf. Und wieso? Keine Ahnung. Ich höre ihn schon. Es macht mir Angst. Autsch, ich bin in der falsche Richtung. Okay, jetzt kann ich wieder in den Nahkampf gehen und versuchen, ihn endlich mal ein bisschen zu beruhigen. Ja, so wild ist er jetzt gerade noch nicht zum Glück. Ich kriege die Krise mit dem Tigrex langsam. Man braucht hier wirklich Ohrenstöpsel, die besten. Ja, bei seinem Angriff hilft dir aber auch kein Ohrenstöpsel. Wenn er seinen Angriff da macht mit dem Schrein, dann hilft dir auch kein Ohrstöpsel. Warum gibt's sonst die besten Ohrstöpsel? Weiß ich nicht. Aber ich bin der Meinung, das hilft nichts. Die besten Ohrstöpsel machen halt die, also unterbinden halt jedes normale Monstergeschrei, aber das ist ja ein Angriff. Aber ich leg jetzt auch keine Hand für ins Feuer, aber ich glaube. Keine Ahnung. Au! Komm noch rein. Nö, wieder nicht. Was mir halt einfällt, ich habe gestern noch eine neue Waffe erfahren, bevor wir diesen Sekt gemacht hatten. Okay. Und ist auch aus Versehen aufgenommen, aber ohne irgendwie mit sprachlichen Ton, glaube ich. Okay. Warum bin ich nicht ausgewiesen?
Weil du es nicht, weil du es nicht gemacht hast? Ja, ich weiß, aber ich frage mich, warum ich nicht reagiert habe. Diese miese Fähigkeit, er legt eine Falle und da ist automatisch eine Bombe mit drin. Wirklich? Ja. Bombenfallmeister oder irgendwie so, wie es heißt, Fähigkeit. Erklärt, warum die Bombe so perfekt liegt. Ich hab's gerade gesehen. Dreh dich mal um, Kleiner. Aber ich, auch weil ich eigentlich vorhin hinaus wollte, ich will das Video vielleicht hochladen, aber nur eine Abonnentenanzahl von, sag mal eine hübsche Zahl. Acht. Acht was? 80, 800? Acht Abonnenten. 80, 800, 88? 0, 8. Also 80, okay. Oh, du kannst keine Zahlen nehmen. Du sollst auch eine schöne Zahl sagen und keine einstellige. Dann sag ich 10. Warum willst du keine schönen Zahlen sagen, wirklich? Warum nur mal so kleine? Tja, man darf... Wann will man das erreichen, die 80 oder 800? Das dauert 2, 9 Jahre. Lol, direkt die Gerichtshülle bekommen. Was? Ich glaube, den Zeitraum interessiert es keinen mehr. Ob du zu dem hochlegst oder nicht. Ja. Soll ich auch die Leute anreizen, dass sie Interesse dafür haben? Darum ja die hohe Zahl, damit sie sich ein bisschen anstrengen. Der ja weiß, was ich machen, was für ein Content meine Abonnenten nutzieren an meine Zuschauer und was nicht. Ja. Weil bei der 8, das könnte ich dann sofort hochladen, weil ich habe doch schon 8. Ja, das war ja auch nur ein Scherz. Trotzdem musst du dir Ziele setzen, die dann realistisch sind erstmal. Das denken die sich so, ja, erreichen wir eh nicht, warum sollte ich das jetzt helfen? Nicht so ganz. Auf jeden Fall, das Video war eigentlich war sowieso ein bisschen blöd gemacht.
Aber wie gesagt, ich habe extra schon beim anderen Sache, wo ich ja gesagt habe, es soll ja eine bestimmte Abonnentenanzahl extra eine höhere Zahl genommen. Weil es ja darum ging, über Smash Bros. Oder auch das Pokémon, Pokémon Pikachu Go. Ja, das ist kein Kanal. Manchmal ist eine Motivation keine Anregung, sondern eine Abschreckung. Aha. Das war jetzt Vergleich, guck mal, wenn du Kunden hast und du sagst, okay, du möchtest sie anregen, mehr zu kaufen. Du sagst ja, okay, wenn ihr im Monat, im Jahr, bei mir einkauft für 500 Euro, dann bekommt ihr einen Coupon mit 20-30% Rabatt. Und dann, okay, ja, das ist realistisch. Und du sagst ja, okay, gibt 100.000 aus im Jahr und kommt zu 30% Rabatt. Ja. Was regt an und was hält an? Ne? Man muss halt im realistischen Bereich bleiben. So wie ich es. Man kann damit auch was ganz anderes ziehen. Das läuft eigentlich ganz gut, finde ich. Ja. Wohin gehst du? Ich kann deine Meinung wirklich verstehen. Ja. Aber ich werde nicht extra mir selber Schaden zufügen. Und als jungen Namen möchte ich für manche Sachen würde ich die großen zahlen. Okay, das heißt, hab mir schon gedacht, das ist mir nicht scheiße. Ja. Wenn du halt wirklich kein Problem damit hättest, das ist wirklich eine ernst gemeinte Anregung sein. Dann sollte man im realistisch spielen. Wie gesagt, mit 8 war mir zu wenig wirklich, weil das Video einfach nur erstens, ja, da habe ich versucht, ein Virus Glavenus alleine mit meinen Katzen zu erjagen. Hat's geklappt? Kannst ja sehen, was hier irgendwann hochkommt. Ich werde nichts verraten, dann wollte ich das Video gar nicht mal hochladen. Wie gesagt, wenn es meine Abonnenten interessiert, sehen wollen, müssen es eigentlich nur eine Gesamtabonnentenanzahl von, ne, eigentlich schöne Zahl ist eine 40, würde ich sagen. Erreichen. Und wenn es aber zu lange dauert, ist jetzt wohl kein. So einfach ist es ja doch auch. Ja. 40 Leute in der Anzahl von 40 kann man in einem Monat erreichen. Und wenn es sich so interessiert. Ja. Dann wird es hinaus auf, dass ich dann hochlade. Wenn es die Leute nicht interessiert, dann wird es eben nicht. So einfach ist es ja einfach auch. Ja, ich bin mir doch dran.
Na, wo ist er jetzt hingegangen? Zu Stage 1. Du bist auf dem richtigen Weg, ja. Ich bin, glaube ich, einen Umweg gelaufen. Nein, du bist den richtigen Weg gelaufen. Schon. Ach, ja, Stage 1 ist immer die erste nach der Theorie, eigentlich nach dem Lager. Ich sollte ein bisschen vorsichtiger sein. Und schon sterbe ich, weil ich nichts tun kann. Ich bin gerade mal erst aufgestanden. Ich versuche kurz einen Prozess zu machen. Ist er fangbereit? Ja. Wenn die anderen Leute mich mal nicht immer schlagen würden. Tja, great. Er kuschelt mit der Wand. Guck mal, komm mal her. Er liebt halt die Wand. Ist das so problematisch? Ich liebe auch kühle Wände. Das ist doch kein Problem. Nichts Verwerfliches. Du hast einen Schaden. Ein Dachschaden. Da hast du recht. Frage, habe ich sein Rüstungsteil bekommen? Ich werde mal schauen, wie weit ich gekommen bin. You have to look inside that shit. Das ist seine Beine waren das Becken. Schmieden, Rüstungsteile, Hüfte. Wo haben wir es? Nö. Das war der... Ja, für Klingenmeister. 8. Typkreis. Die haben nur gehört plus 3, das waren nicht die. Verbessern. Hier, jetzt hab ich. Ich hab ihn. Was denn? Bench habe ich. Der Plus.
wir sicherlich nochmal. Ihr fehlt jetzt Verus Schwerreißzahn. Ich brauchte doch seine Beine, ne? Oh, bitte lass mich jetzt mal gucken. Ja, professionell. Nee, braucht ich. Ich muss jetzt nochmal eine Talisman wieder. So, ja. Okay, mir fehlt jetzt, wie gesagt, Verus Schwerreißzahn. Was ist das hier für eine Monarchenrüstung? Monarchenrüstung hat mit Sinore zu tun. Aber die habe ich nie gefahren. Ich habe die komplette Rüstung. Zweimal. Vielen Schützen und. Das kann ich dir nicht sagen. Wie das dazu kam. Ausrüstung verbessern. Räder, Virus, Rattler, Scherbe brauche ich. Brauche zweimal Privileg. Nochmal Rattler, Scherbe. Ich suche schon mal die nächste Quest aus. Das kann gut sein. Ja, wir müssen den Verus Tigrex nutzen, noch ein paar Mal machen. Ich brauche jetzt eine Scherben. Für was brauchst du denn deine Scherben? Um die Rüstung aufzuwerten. Wenn ich kann, es auch offscreen machen, würde es nicht. Auf jeden Fall würde es auf keinen passieren, weil ich glaube, es würde dich zu schon nicht interessieren, wenn wir jetzt 30 Mal einen Tigrex farmen. Oder was du gesagt hattest. Ja, ne, alles gut. Hab ne Quest ausgesucht. Ich hoffe, ich bekomme alles, was ich brauche von dem. Ich hab schon wieder so viel Stuff in der Box. Ich hab sie ja schon um 2 Seiten verbessert, oder waren es 3, keine Ahnung. Was geht los? Ja, hab ich auch schon mal. Hat nicht viel gebracht. Das ist der Fall. Nein, deshalb müssen wir das nur so weit machen, bis wir alle Virus, also alle Monster einmal geklatscht haben und dann können wir die auch haben. Und dann zeigt sich das ja nicht mehr. Hä? Schon gut. Okay, wenn du es sagst, dann ist es wirklich gut.
Ich mag jetzt, wie das Spiel aussieht, nachdem man den Single Player angespielt hat im High Rank. Bitte? Ich mag jetzt immer wieder die neuen Details, die hinzugekommen sind, seit man im Singleplayer den High Rank angefangen hat. Welche zum Beispiel? Immer einen roten Stern am Himmel. Oder sagt er, der Voltrax, der da immer einer auf einer Stelle stehen bleibt und als roter Komet dargestellt wird. Jo. Das wird kein einfacher Fight. Ja. Ich muss mich so ein bisschen gerade hinsetzen hier. Das Problem ist, von dem brauche ich ein Rüstungsteil. Das ist gerade mal das Erste, was ich hier jetzt komplett machen wollte. Ich brauche nur von dem einmal, keine Ahnung, ich will einfach erstmal nur das Rüstungsteil haben, damit ich die Rüstung komplett habe. Und sie für meine Waffe dann schon mal als Set fertig machen kann. Autsch. Ja, genau. Ich weich direkt in seinen Schatten aus. Oh. Dann hab ich einen Knall. Das kann doch nicht wahr sein. Wenigstens kann ich da noch ein paar Voltrax hinterlassen, Voltrax Absturzteile suchen. Ich sehe hier einfach gar nichts mehr. Also steckt immer auch die ganze Zeit im Monster drin. Willkommen in meiner Welt. Ziemlich, ja. Da ist er wieder. Na, geworden. Bleib immer schön liegen.
Und es dreht wieder seine Pirouetten. Ja. Und jetzt springt es. Aber irgendwie macht das Spiel immer mehr Spaß gerade. Ja, man, es wird langsam tiefgängiger, ne? Man hat erstmal Feuer. Mhm. Nicht zumindest. Und es dreht schon wieder seine Pirouetten. Man kann jetzt anfangen, so richtig geile Rüstung immer zu machen. Mhm. Schon nicht verkehrt. Also so langsam müde. Bleibt mal kurz stehen. Danke, er ist kurz stehen geblieben. Da hat gar nichts, wegen dem dummen Kongala. Dann Konga konnte ich nicht sehen, wo ich hinlaufe. Ja, was passiert? Irgendwas ist gebrochen, leider nicht das, was man braucht. Braucht man denn? Keine Ahnung. Ich dachte, ich wäre der Schwanz wäre abgebrochen, aber nee. Das kann ich glaube, da gar nicht so viel aufgemacht. Ich will sagen, was die 100 pro eine Mission ist. Was denn? Bringen eine Katze auf Level 9. Also. Das meinst du, okay. Warum meinst du nicht? Keine Ahnung. Irgendwo gibt es bestimmt im Internet eine Seite, wo alles gelistet ist, was die ganzen Aufgaben sind. Ja, dann mache ich mich aber erst dran. Mit Singleplayer und Multiplayer oder Pushplayer. Aber da wird man schon selber viele zusammenbekommen.
Autsch. Ich bin nur dieses Bernador fertig haben. Und wie gesagt, ich bräuchte unbedingt mehr eine bessere Rüstung für Schild und Schwert und die Doppelklingen. Aber ich konnte mich noch nicht richtig einigen, welche Fähigkeiten ich drauf haben will. Immer noch so öde hier. Wie lange braucht man denn gegen das Vieh? Wir sind hier im Endgame so langsam, also ist es ein bisschen länger dauert, das. Ja. Aber ich will keine immer keine Stundenparts machen. Und ein Monster pro Part ist mir ein bisschen zu blöd. Wenn die Monster wirklich zu lange dauern. Autsch. Irgendwie hat immer nur getroffen von seinem Schwanz. Das ist einfach nicht schön. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Immer so eine große Kugel gegen den Kopf geknallt zu kriegen. Oh. Durch die Jäger haben wir einen guten Körperbau, also ja, Knochenaufbau. Das, wie wird die mal aushalten? Wenn es wahrscheinlich ein bisschen mehr den Rüstungen verdankt ist. Hä? Das ist ein bisschen mehr den Rüstungen verdankt. Nicht den Körper. Ja. Ich meine eigentlich würde ich eher eine Rüstung hält glaube ich auch nicht aus, wenn man von einem riesigen vergleichbar will ich von einer Abrissbirne getroffen wird. Wird eine Rüstung trotzdem danach Knochenbrüche, normaler Mensch. Das meine ich so. Dass die wirklich einen guten Knochenbau haben, dass die ohne ernste Verletzungen das überleben. Und fliegt hin. Ich will dich zum Schlafen bringen. Ist der Fang dabei? Ja. Ich mache es lieber jetzt kurz und knapp und zu Ende. Bevor ich da irgendwas mal sagen Mann. Muss und schreiben muss. Nix habe ich da. Das tut mich immer wieder. Ja. Alles klar geht ja noch. Aber Restart ist nämlich etwas unlogisch. Ist ja mal, ist auch gut. Ja, ich bin gestartet. Wird eine schnelle Auto.
Ich hoffe, ich habe alles bekommen, was ich brauche, damit ich überhaupt dieses kleine Rüstungssilber herstellen kann. Müsste dabei so sein, weil mir fehlt auf jeden Fall schwere Moosplatten. Angriff plus 10 und 2 Slots. Oh, die behalte ich. Aber auf jeden Fall war das mit dem Part. Euch noch einen schönen Tag und ciao.